Servus Leute, grüßt euch. Ja, grüßt euch, willkommen beim Bazis, den ersten bayerischen Fastfood. Schnelles bayerisches Essen, erfunden von Hamid und Dennis. Los geht's mit der Bazi-Box. Hausmannskost in the Box quasi. Hameds Hauptzutat, Schweineschulter vom Biometzger. Wir haben für uns stand am Anfang schon klar, dass wir bayerisch machen möchten. Und dann während dem Umbau hatten wir auch tatsächlich Lust, einen Schweinebraten zu essen. Aber wenig Zeit gehabt, um uns irgendwo reinzusetzen. Und da kam uns halt der Einfall, dass es doch schön wäre, wenn es einen Schweinebraten jetzt auch to go geben würde. Top Start-up-Idee. Denn damit sind sie im Münchner Partyviertel die Einzigen. Bazi. Ein Bazi ist ein Schlawiner, ein sympathischer, kleiner, frecher Junge. Und wir fanden das schon ein wenig sympathisch und frech, was wir hier machen. Dass wir jetzt den geliebten Schweinebraten abfüllen, im Endeffekt in einen Pappkarton, wie es die meisten nennen möchten. Genau, und das war für uns ziemlich Bazi-mäßig. Und dann haben wir gesagt, lass mal's Bazi. So nennen wir das Ganze jetzt auch. Damit der Schweinsbraten auch schön knusprig wird, ritzt Hamid mit einem Skalpell ein Karo-Muster ins Fett und würzt klassisch mit Salz, Pfeffer, Kümmel und... Geheimzutaten ist es nicht. Das Geheimnis ist, wie man es im Ofen brät, wie hoch die Temperatur ist und wie lange man es drinnen lässt. Das dürft ihr nicht filmen. Alles klar, Berufsgeheimnis. Mit dem fertigen Schweinebraten geht es weiter. Und der ist dein Geheimrezept, außen knackig und innen saftig. In die Box kommen dann noch Knödel und mit Äpfeln verfeinerter Rotkohl. Genau, ein Schuss Bratensauce kommt da rein. Und das ist sie, die fertige Bazi-Box. Als nächstes Hamid und Dennis bayerische Interpretation des Burritos. Jetzt, wo wir die Bazi-Box haben, zeige ich euch noch, wie wir den Burrito machen. Auch hier wieder ein ans Bayerische angelehnter Name. Es ist ja im Endeffekt Bayern und Burrito. Burrito. Lag einfach nah. Mexikanisches Fastfood goes Freistaat. Jetzt bräuchte ich meinen Burrito. Wie bestellt? Bayerisches Fastfood at its best. Hat uns ziemlich überrascht vom Anfang an, weil wir haben wirklich mit einem ganz kleinen Budget angefangen hier zu arbeiten und zu kochen. Und mittlerweile werden wir überrannt. Es kommt sehr, sehr gut an und dementsprechend kann man sagen, dass der Laden schon sehr gut läuft. Wer wagt, gewinnt. Denn auf Hamid und Dennis bayerische Fastfood-Kreationen hat zumindest das bayerische Völkchen anscheinend nur so gewartet. Und was ist hier der absolute Kassenschlager? Der Burrito geht nach der Bazi-Box, muss man sagen, am stärksten. Der wird auch sehr, sehr gerne gegessen. Viele vergleichen den immer mit dem bayerischen Dürüm, weil der eben schon vom ersten Blick her so ausschaut wie ein Dürüm. Döner im Teigmantel quasi. Bei der Kruste achten wir auch wirklich darauf, dass bei jedem Biss einmal schön ordentlich Kruste drin ist. Und oben darf man die Krone niemals vergessen. Die Jungs wissen eben, worauf die Fans der bayerischen Küche abfahren. Und so schaut's fertig aus. Knödel, Rotkohl und knuspriger Schweinsbraten im Burrito. Fastfood nach bayerischer Art. Ganz schön einfallsreich. Shanghai. In Chinas Lifestyle-Metropole liegt buntes Essen voll im Trend. Wir machen uns auf den Weg zu einem farblichen Geschmackshöhepunkt, einem Burger in Regenbogenfarben. Hier in diesem Restaurant steht der bunte Burger auf der Karte. Dieser Superburger ist eine ganz neue Kreation von uns. Unsere Kunden lieben ihn. Und damit das auch so bleibt, holt Yong Shao seine Zutaten jeden Tag frisch vom Markt. Für meine Kunden gibt es nur das Beste. Konservengemüse für einen schrillen All-Color-Superburger zu verwenden, kommt für Yong Shao nicht in Frage. Es geht an die Zubereitung. Die wichtigste Zutat, Lebensmittelfarbe aus dem Internet. Beim Färben setzt Yong Shao nicht auf Bio, sondern auf Chemie. Wichtig bei der Farbmischung ist vor allem die exakte Balance von Farbe und Wasser. Mahlstunde in der Küche. Es scheint fast schon so, als ob der Herr der Farben mehr Künstler wäre als Koch. Ich habe schon immer gern mit Farben gespielt. Damit zu arbeiten macht einfach Spaß.
Jetzt kommen die frischen Zutaten vom Markt ins Spiel. Insgesamt 30 Minuten dauert die Zubereitung des All-Colored Superburgers. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Das Anmalen. Die Zutaten müssen 20 Minuten in der Lebensmittelfarbe einweichen. Nur so nehmen sie die Farbe richtig auf. Schinken wird grellrot und Käse blau. Je künstlicher das Fastfood aussieht, desto besser kommt es bei den Kunden an. Vor allem die kunterbunten Fleischpatties. Für Yong Chao geht es jetzt ans Stapeln. Insgesamt 7 verschiedene Schichten und 7 unterschiedliche Farben schmücken seinen Regenbogenburger. Je poppiger und bunter, umso besser. Voilà, der All-Colored Superburger in seiner vollen Pracht. Ein wahres Kunstwerk. Ein Burger, der aussieht wie ein Regenbogen, künstlich eingefärbt. Auch wenn es für uns ungewohnt und unnatürlich aussieht, in China ist das der absolute Renner. Kosten für den bunten Burger stolze 14 Euro. Trotzdem, dieser bunte Turm ist momentan Chaos Bestseller. Der ist mir aber gut gelungen. Am liebsten würde ich den jetzt selber essen. Wir reisen nach Japan. Genauer in die Millionenmetropole Tokio. Denn hier im Szenebezirk Akihabara soll es einen echt abgefahrenen Snack geben. Einen schwarzen Hotdog. Und tatsächlich, wir stehen vor einem Hotdog-Shop, der mit einem Black Hotdog wirbt. Den Laden müssen wir uns näher ansehen. Seit 2 Jahren betreibt Okumura Satoki mit seiner Angestellten Momoki den Laden. Doch erst seitdem sie den Black Dog im März 2013 eingeführt haben, brummt das Geschäft so richtig. Einen schwarzen Hotdog bitte. Sehr gerne, komm sofort. Das macht dann 6 Euro bitte. Hier, bitte sehr. Danke. Ein stolzer Preis für ein Brötchen mit einer Wurst drin. Das hier ist die Wurst für unseren Hotdog. Die Farbe kommt von gemahlener Kohle, die der Wurst bei der Herstellung zugeführt wird. Schmeckt nach schwarzem Pfeffer. Wir machen das, um uns von den anderen Fastfood-Läden hier in der Umgebung abzuheben. Funktioniert ganz gut, das Konzept kommt an. Und nicht nur die Wurst, sondern auch das Brötchen ist tiefschwarz. Hier. Das ist das Brot für unseren schwarzen Hotdog. Auch das wird mit Hilfe von Bambuskohle gefärbt. Der schwarze Snack kommt an. Am Stand ist so viel Betrieb, dass Momoki kaum mit den Bestellungen hinterherkommt. Im Minutentakt gehen die Hotdogs hier über die Ladentheke. Ein schwarzer Hotdog als Kundenmagnet. Der Besitzer des Ladens scheint damit den großen Wurf gelandet zu haben. Aber wie schmeckt bloß so ein Kohle-Hotdog? Wir fragen bei den Gästen des Hotdog-Shops nach. Sehr gut, sehr saftig. Und dass dann noch die gesunde Kohle mit drin ist, macht das Ganze noch besser. Der schmeckt wunderbar. Der schwarze Hotdog aus Japan. Echt crazy. Wir sind in Tokio. Lisa und Miki testen hier ein Restaurant, in dem es nur Konservendosen gibt. Wenn ich an Dosen denke, dann denke ich eigentlich eher so an Hundefutter oder Thunfisch oder an billige Dosenraviolis. Also wir werden uns überraschen lassen und gehen jetzt mal gucken, was das so ist. Bei Mr. Kanso stehen tatsächlich etliche Regale voller Konservendosen mit für europäische Geschmäcker auch häufig äußerst ungewöhnlichem Inhalt. Das Konzept ist beliebt. Es gibt schon mehr als 50 Filialen in ganz Japan. Für Betreiber Tomoaki Honma ist es die perfekte Restaurantidee. Ich wollte schon immer ein eigenes Restaurant haben. Ich kann aber nicht kochen. Dank des Dosenkonzepts hat es jetzt geklappt und ich bin mein eigener Boss geworden.
Mehr als 270 Dosengerichte hat er ständig im Angebot. Eine Dose kostet zwischen 1,40 Euro und 14 Euro. Diese Dosenpfirsiche sind das teuerste hier. 14 Euro. Die sind sehr süß, wirklich sehr lecker. In Japan nicht ungewöhnlich, Obst gilt hier oft als Luxusgut. Eine Karte gibt es nicht. Lisa und Mickey können sich die Dosen direkt aus dem Regal nehmen. Das ist Seelöwe. Ziemlich krass. Lisa will es nicht glauben. Sie checkt die Inhaltsangabe. Ist da wirklich Seelöwe drin? Ja, unglaublich. Für die meisten Europäer völlig undenkbar. Doch in Japan ist das eine gefragte Delikatesse. Zwischen Wiener Würstchen und Wildschwein entdeckt Lisa noch mehr Seltsames. Ich bin mir nicht sicher, aber sieht ziemlich nach Muräne aus. Und eben für solche ungewöhnlichen Fleischangebote kommen viele japanische Kunden in das Do-it-yourself-Restaurant. Es gibt eine große Stammkundschaft. Dieser Dosentintenfisch ist schwer zu finden, deswegen komme ich extra her. Die Auswahl ist riesig und bizarr. Lisa und Mickey wollen die Gelegenheit nutzen, um mal etwas Neues zu probieren. Ich werde den Braunbär versuchen. Die meisten der Dosen kommen übrigens direkt aus Japan, nur wenig ist importiert. Bär zu essen ist nicht illegal. Die kommen von der Insel Hokkaido. Die haben dort mehr wilde Tiere als anderswo. Bären lassen sich da leicht fangen. Es wird ernst. Lisa stellt sich der Geschmacksprobe. Wie Hundefutter. Aber mit Soße. Oh. Das riecht auch wie Hundefutter. Lisas Begeisterung hält sich in Grenzen. Wenigstens gibt's noch einen Teller und sie muss nicht aus der Dose essen. Aufgewärmt wird ebenfalls nicht. Das, was Lisa jetzt isst, soll tatsächlich Braunbär sein. Boah, das schmeckt richtig gut. Schmeckt richtig süß. Also nach Wild. Ich bin ziemlich überrascht. Bär schmeckt echt lecker. Quasi als Dessert testet Lisa eine weitere japanische Dosenspezialität. Eingelegte Hornissenlarven. Sieht ein bisschen aus wie Risotto mit Augen. Das ist richtig eklig. Ganz unbeschreiblich. Ich habe Gänsehaut überall. Im Gegensatz zu Mickey sind für Lisa auch die eingelegten Heuschrecken eine echte Überwindung. Mr. Kanso ist ein außergewöhnliches Konzept für Probierfreudige. Findet auch Lisa, auch wenn es nicht unbedingt geschmeckt hat. Das ist mal was anderes als von der Karte zu wählen. Das Besondere an diesem Restaurant ist, dass man sich die Sachen noch angucken kann. Man kann sich das so in die Hand nehmen. Man kann sagen, okay, sieht interessant aus, sieht nicht so interessant aus. Ich weiß aber nicht, ob sich das in Deutschland als Trend durchsetzen würde, weil für viele Leute wäre das einfach zu verrückt. Bei unserer nächsten Geschichte geht es um gebratenes Eis. Ja, richtig gehört. Dafür reisen wir nach Thailand auf den Asiatikmarkt. Der Stand für das gebratene Eis sieht ganz normal aus. Doch es sind schon einige Touristen da und machen Videos. Kein Wunder, denn die Zubereitung ist ungewöhnlich. Mit artistischem Geschick hackt der Koch auf die Eismasse ein und verstreicht sie auf einer eiskalten Platte. Das Hacken erfordert schon ein paar Tage Übung. Aber wenn man es kann, ist es weniger anstrengend, als es aussieht. Das Hacken ist nicht nur Show, es hat auch einen Sinn. Obst oder Schokolade werden so zerkleinert und mit der Eismasse vermischt. Die hohe Kunst, das Gemisch nicht zu schnell und nicht zu langsam auf der eisigen Platte gefrieren lassen und aufrollen. Das Prinzip funktioniert wie bei einer Pfanne, nur eben mit Kälte. Deshalb auch der Name gebratenes Eis.
Damit es auch in tropischer Hitze gelingt, muss die Platte minus 30 Grad Celsius haben. Dieser Mann hat das gebratene Eis nach Thailand gebracht. Kartisa Premvimon. Als Franchisegeber hat er inzwischen fast 200 Shops in ganz Thailand eröffnet. Ich habe das zum ersten Mal in Korea gesehen. Aber hier in Thailand ist das Klima feuchter und wärmer. Wir haben lange rumprobiert, bis wir die ideale Temperatur gefunden haben. Ist sie zu kalt, wird die Masse zu steif. Ist sie zu warm, fällt alles in sich zusammen. Der Ruhm der süßen Eishackröllchen hat sich inzwischen herumgesprochen und lockt jeden Abend neue Kunden an. Ich habe das schon mal gesehen. Und wir sind extra deswegen hierher gefahren. Tolle Idee, das Eis schmeckt ganz frisch. Und so ist es bestimmt auch nur eine Frage der Zeit, bis das gebratene Eis seinen Weg von Asien zu uns nach Europa findet.